hätte, welche Karriere würde er sich wünschen? Er könnte sich als Wegbereiter einer neuen Kunstrichtung entwickeln oder alternativ als Profifußballer zum Vorbild einer ganzen Generation aufsteigen. Berühmt zu werden ist also auf beiden Wegen möglich. Materiell sind auch beide Karrieren vielversprechend. Spitzenfußballer verdienen in kurzer Zeit ein Vermögen, das kennt man. Die Bilder von Vincent van Gogh erzielen heute auf Auktionen Preise, da wird es sogar manchem Fußballprofi schwindlig. Es gibt allerdings einen wesentlichen Unterschied: der Reichtum des Fußballers kommt quasi sofort, der des Malers braucht Zeit. Vincent verkaufte nur ganz wenige Bilder, er lebte in jämmerlicher Armut und brauchte Unterstützung von seinem Bruder. Erst nach seinem Tod stiegen sein Ruhm, die Verkaufszahlen und die Preise. Hätte er Fußball gespielt? Ich glaube nicht. Obwohl schnelles Geld verlockende Möglichkeiten eröffnet hätte, er wollte ja eigentlich immer eine Künstlerkolonie gründen. Das scheiterte am Geld. Aber er konnte mit Geld auch nicht umgehen. Manche Künstler und Sportler unserer Zeit auch nicht. Vincent blickte der Anerkennung eher ängstlich als freudig entgegen. Ruhm war nicht sein vordergründiges Ziel. Er hatte sich schon als Kunstverkäufer, Lehrer und Prediger versucht, bevor er entschloss, Maler zu werden. Dann aber folgte er seinen Idealen mit einer Besessenheit, die in Verbindung mit dem berühmten abgeschnittenen Ohr, der Episode in einer Irrenanstalt und seinem geheimnisvollen frühen Tod den Mythos des verrückten Genies beflügelte. Was bringt Menschen dazu, einem Ideal zu folgen? Die Suche nach Ruhm, Geld und Macht ist sicher eine gewaltige Triebfeder. Für Vincent war sie eher unwichtig. Einen eigenen Weg zu wählen, Neuland zu erobern, das beflügelte ihn. Als Fußballstar wäre er heute längst vergessen. Als Maler hat er der Menschheit einen Schatz hinterlassen, den man kaum überschätzen kann. Kommerziell war er wenig erfolgreich, unverheiratet, kinderlos, im Konflikt mit anderen Kunstkennern, nur vom Bruder unterstützt, war er unglücklich, bettelarm, zeitweise depressiv und geisteskrank. Vielleicht wäre er als Fußballer glücklicher geworden. Eine außergewöhnliche Begabung öffnet nicht zwangsläufig den Weg zu persönlichem Glück. Das zeigt auch die Entwicklung von Isaac Newton. Er ist der Entdecker des Gravitationsgesetzes, womit er den Grundstein für die klassische Mechanik legte. Er forschte auch in der Optik, entwickelte die Infinitesimalrechnung und gilt als einer der bedeutendsten Wissenschaftler aller Zeiten. Obwohl er etwa 150 Jahre nach der Entdeckung Amerikas geboren wurde, gab es noch keine wissenschaftlich fundierte Erklärung, warum die Menschen auf der anderen Seite der Erdkugel stabil stehen konnten. Wenn ich jetzt mal hier das als Erdkugel betrachte, obendrauf kann man natürlich stehen, aber seitlich geht das schon nicht mehr.
da rutscht man ab und warum sollten Menschen auf der anderen Seite der Erdkugel stabil stehen können? Warum fielen sie nicht runter? Danke. Kolumbus war von der Kugelgestalt der Erde überzeugt und suchte deshalb einen Seeweg nach Asien in Richtung Westen. Seine Mannschaft befürchtete, dass man sich auf der Unterseite der Kugel festhalten musste, um nicht runterzufallen. Je länger die Schiffe nach Westen segelten, desto größer wurde die Angst vor einem Absturz. Kolumbus hatte alle Mühe, eine Meuterei zu verhindern. Die alten Griechen, Pythagoras, Plato und Aristoteles, waren von der Kugelgestalt der Erde überzeugt. Es gab sogar relativ genaue Berechnungen des Erdradius. Dieses Wissen geriet aber in Vergessenheit. Thomas von Aquin vertrat schon 200 Jahre vor Kolumbus die Kugelgestalt der Erde. Bestätigt wurde sie schließlich durch die Weltumsegelungen von Ferdinand Magellan und Francis Drake wenige Jahre nach Kolumbus. Auch im 21. Jahrhundert gibt es noch Vertreter der These, die Erde sei flach. Es handelt sich dabei um eine Verschwörungstheorie, die aktuell wieder Anhänger sammelt und findet, hauptsächlich in Brasilien. Moderne Rattenfänger brauchen keine Pfeife mehr, sie benutzen das Internet. Isaac Newton beschrieb also die Anziehungskräfte zwischen Massen quantitativ und erklärte damit die Erdanziehung als eine auf das Zentrum der Kugel gerichtete Kraft. Deshalb gab es kein Abrutschen und kein Abfallen auf der Unterseite. Seine Theorie konnte auch die Bahn der Planeten erklären und die Frage beantworten, warum ein Apfel senkrecht zur Erde fällt, der Mond aber nicht. Seine Kindheit und Jugend verliefen nicht immer erfreulich. Sein leiblicher Vater starb schon vor seiner Geburt und als Isaac mit 19 Jahren seine Sünden auflistete, war darunter auch der Wunsch, das Haus seiner Mutter und seines Stiefvaters anzuzünden. Haben Sie schon mal die Sünden aufgelistet? Ich nicht. Ich denke, da kommt immer noch was dazu. Isaac Newton studierte die Lehren von Aristoteles, Platon, Galilei und Kepler und schaffte seinen Durchbruch als Mathematiker und Naturwissenschaftler, als die Universität im Sommer 1665 wegen der großen Pest geschlossen wurde und er die nächsten 2 Jahre bis zur Wiedereröffnung der Universität in relativer Isolation verbrachte. Man sieht auch bei ihm diese Konzentration auf einen eigenen Weg, wenn auch nur ein äußerer Zwang zugrunde liegt, die Pest. Dann übernahm er einen Lehrstuhl für Mathematik an der Universität Cambridge und begann seine Erkenntnisse zu veröffentlichen. Kritik konnte er nur schwer ertragen. Bekannt ist sein von boshafter Rivalität gekennzeichnetes Verhältnis zu anderen Wissenschaftlern. Nach etwa 30 Jahren wurde Newton zum Direktor der Münze befördert. Er blieb zwar Präsident der Royal Society, also dieser Wissenschaftsgesellschaft, aber seine Arbeit als Wissenschaftler wurde damit faktisch beendet. Der Wechsel zahlte sich aus. Newton starb als wirklich reicher Mann. Er hat also den Weg einmal mitten im Leben nochmal völlig anders gewählt und er ist den Verlockungen des Geldes gefolgt.
Zusammenfassend kann man sagen, Vincent van Gogh und Isaac Newton waren sehr begabt, erfolgreich, berühmt, aber auch schwierige Charaktere, reizbar, wenig empfänglich für Kritik, rechthaberisch, einsam und unglücklich. Dies ist nicht das für Genies typische Schicksal, manche Hochbegabung steht jedoch dem im Wege, was die sogenannten einfachen Leute als Glück empfinden. Wenn Sie also talentierte Kinder haben, lassen Sie sie Fußball spielen. Selbst wenn klar ist, dass Sie damit keine Reichtümer sammeln werden. Vielleicht finden Sie so etwas wie Zufriedenheit, was ja auch ein Glück ist.